Abgeschlossen, mit Eingebrüder sprechen. Eingebrüder bei der Verbesserung ihrer Schießkünfte helfen. Ja, ich mach's mit Lasergewehr. So, was ist jetzt los? Geht jetzt einfach irgendwo hin und knallt irgendwelche Tiere ab oder Todeskrallen oder so? Und ich muss nur aufpassen, dass ihr nicht getötet werdet? Wir speichern mal lieber. Ich habe Angst, dass sie stirbt. Bam, 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 bam. Die Musik gibt Gas und mein Hals wird schleimig. Scheiß, okay. Hallo, ich will nicht wieder krank werden. Ich bin oft genug krank geworden. Was ist los? Warum halten wir an? Hallo? Muss ich dich ansprechen? Okay, alle haben sich aufgestellt und sind abmarschbereit. Irgendwelche Vorschläge? Schuss von 25. Bezieht was? Positionen, wo ihr euch auch gegenseitig decken könnt. Konzentriert bleiben. Ihr habt ihn gehört, Leute. Konzentriert euch. Schuss von 35. Zeit lassen. Zielt genau und gebt euer Ziel auf eure Truppkameraden durch. Ich hab den auf 11 Uhr. Raz, O'Hanrahan, nehmt die zwei rechts. Point Dexter, die Mitte. Schusswaffen 45. Atmet aus, bevor ihr schießt. Den Abzug gleichmäßig betätigen, nicht druckartig. Geht klar. Ausatmen, abdrücken. Konzentriert euch beim Schuss. Ja, nicht schlecht gelaufen, was? Danke für die Hilfe. Ich glaube, die ganze Einheit stellt sich jetzt viel besser an. Reicht das? Abgeschlossen. Mit Bex über weitere Verbesserungen sprechen. Ein Haufen Jungs ist am Hooverstaudamm mobilisiert worden. Ist das die große Entscheidung? Nein, noch nicht. Hat sich die Schießübung auf der Schießbahn auf die Lage verbessert? Es hat geholfen, aber wir müssen immer noch die Prüfung am Granatenwurfstand überstehen. Lass die Soldaten und Riecher wie dabei. Nachdem sie uns auf dem Schießstand geholfen haben, nehmen wir jeden Tipp an, den sie haben. Ich lasse die Leute Aufstellung nehmen. Ich glaube, ich Sprengstoff habe ich gar nichts an Dings hier, glaube ich. Bin ich auf jeden Fall meine. Warte, wir können mal unsere Statistiken gucken. Energiewaffen Dietrich. Wo ist denn Sprengstoff? 15! Ah, ich glaube, das ist das hier. Oh Gott, das ist das, wo ich gar kein Skill habe. Geil. Okay, wir haben unsere Übungsgranaten und der Parcours ist aktiv. Alles ist bereit. Ja. Okay, 10 bis 3, wirft die Granate und zieht die Stimme. Moment mal, nein? Ich habe dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Okay, jetzt werft ihr sie mit einem Affenzahn nach vorne wie ein Fastball beim Basketball. Sind die Dinger dafür nicht etwas schwer? Aber wenn Sie meinen. Nein, 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 ihr müsst das Ziel mit der Granate treffen, sonst geht sie doch hoch. Hoch. Was zum Teufel erzählen Sie da eigentlich? Toll. Kann ich nicht glauben, was? Sie haben aber komische Vorstellungen von gut, wissen Sie? Egal, danke für was auch immer das war. Na, da habe ich gar keinen Skill gehabt, ey, ist das dumm. Danke, wenn ich Jetzt selbst die gehört Luft wieder springen. uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Wow! Hab jetzt dringend genommen. Nicht mal ein. probieren wir es doch mal. Geben Sie. Keine Ahnung, geben Sie die auf. Probieren wir es noch mal. Gut, wenn Sie das sagen. Toll, das ist nochmal dasselbe. Ah, oh, fuck! Wie soll das gehen? Das geht gar nicht. Ich bin so niedrig auf scheiß Sprengstoff. Dass ich mir irgendwelche Drogen reinpfeife, selbst das klappt da nicht. Na, gibt's irgendwie Drogen dafür? Ich glaube nicht, oder? Warte. Es gibt Bücher. Gibt's Explosionsbücher? Glaub nicht. Explosionsbücher. Gegengift, der moderne Arzt, Deckung. Gewicht 2. Ja, was bringt das? Achso, da Medizin plus 10. Na toll, selbst das wird nicht reichen. Wissenschaft. Schadensresistent. Sprengstoff. Patriotenkoch. Wo habe ich auch jetzt verbraucht? Habe ich noch mehr Sprengstoff? Komm, ich brauche mehr Sprengstoff. Was ja auch irgendwie gewesen ist, eine Droge, der Körer gemacht hat hier. Warte, was war denn das gewesen? Hier, Atomcocktail. Arzttasche, wo sind die Drogen? Wo sind die Drogen? Ausdauerstärke. Nee, das brauche ich nicht wirklich. Keine Ahnung, was Deckung ist. Wir klicken es einfach mal an. Da Sprengstoff um 3 erhöht. Ja, das passt ja. Permanent? Okay, das ist jetzt nett gewesen, dass die jetzt permanent höher macht, oder was? Komisch. Komisch, komisch. Wissenschaft 10. Auch permanent? Nee, das ist nur einmalig.
Schaden. Medics. War Intelligenz. Können wir mal einen davon reinschmeißen. Ich glaube nicht, dass das auch irgendwas bringt. Komm, ich muss euch ein bisschen helfen, glaube ich mal, ne? So, mir geht nicht. Okay, wir haben unsere Übungs... Oh, Sprengstoff 25. Okay, Anfang zieht den Stift, dann zieht ihr bis 3, bevor ihr werft. In Ordnung. Klingt leichter, als ich dachte. Und mehr habe ich jetzt nicht. Scheißdreck, ey. Sie haben aber... Ja, ja. Komische Vorstellung. Wow. Nicht... Toll. Könnt ihr mir mal eine Weile damit... Was? Geben wir noch eine Weile, damit wir es überlegen kann. Versuchen wir es nochmal. Gut, wenn Sie das sagen. Das ist eine Scheiße. Klar, wir sehen uns. Toll. Kannst du nicht hochskillen, das ist eine Scheiße. Oh mein Gott, haben Sie nicht Präsident Kimball gerettet? Kampflos geben wir nicht auf. Psycho und er war hier Dingste gewesen. Sie sind ja echt super berühmt in der... Mal gucken, ob wir die noch hochkriegen. Haben Sie keine Angst vor Köpfen? Ach, Scheiße. Okay, weil ich jetzt einem zugestimmt habe, gibt es keine Möglichkeit mehr, das anders hinzukriegen. Aber ich habe keinen Sprengstoff. Scheiße, jetzt müsste ich irgendeinen Spielstand laden, wo ich noch nicht... Ist die alte Quest? Automatisch? 6 Minuten, das ist ja, ne? Wenn nicht, dann bin ich am Arsch, dann muss ich erstmal wieder leveln, so ungefähr. Ja. Scheiße. Fuck. Hartes Fuck, scheiße. Das heißt, ich muss die Quest wahrscheinlich erstmal verschieben, bis ich Sprengstoff erhöht habe. Mindestens auf was war es, 45 oder so, ne? Damit muss ich erstmal ein paar Level leveln, aber. Ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Scheiße. Oh, ich weiß doch gar nicht, wie ich Power leveln könnte, ne? Da muss ich auch cheaten oder so. Ich habe nämlich keinen Bock mehr, jetzt Ewigkeiten hier zu leveln, Gegner abzuschießen und so weiter, nur um diese dumme eine Quest zu machen. So, stell dich auf. Das Lucky 38 strahlt so hell, weil jemand ins Eldorado gegangen ist und den Schalter umgelegt hat. Ich würde die ganzen Lichter am liebsten ausballern. Sehr gut. So, seid ihr fertig? Okay, alle haben sich aufgestellt. Ja, genau, jetzt machen wir es nochmal. Zeit lassen, atmen, gar nicht schlecht glauben. Ja, nur mit 45 reicht das. Ja, wie weit habe ich das jetzt gesagt? 32 Sprengstoff, ne, mit den Büchern. Ja, das reicht aber dem noch nicht, ey. Ein Haufen Jungs ist am Hooverstopp. Da hat sich verbessert. Das hat nachdem sie... Ja, toll. Ich muss es theoretisch, glaube ich, verkacken lassen, ne? Das Lucky 38 strahlt so hell bei ihm. Ja. Okay, wir haben unsere Übung. Ich muss mich gar nicht, ja, ich habe keine Ahnung. Lalalala. Und da fliegen die Granaten und der Bildschirm wackelt. Mein Gott, haben Sie nicht Präsident Kimball gerettet? Naja. Wow, ein... Nicht mal... Ein bisschen, keine Sorge. Dann versuchen wir es nochmal. Wenn Sie da... Auf Wiedersehen. Klar, wir sehen uns. Ich muss Sprengstoff nach oben skillen. Das, was ich nicht nach oben geskillt habe, weil ich auch theoretisch keine Granaten benutze. Aber jetzt brauche ich das einmal. Ist da. So, dann erstmal ist der Teilzug nach nirgendwo. Leider kann ich nicht Schnellreisender rein. Ich kann nur Schnellreisender vor. Bestimmt muss er gleich wieder eine halbe Ewigkeit laden. Naja, das Spiel verbraucht wahrscheinlich noch schon viel Arbeitsspeicher, ne? Muss es ja alles Mögliche patchen, dass das Spiel, glaube ich, auch mehr als 4 GB Arbeitsspeicher benutzen kann. Ansonsten würde das wegen diesen hochauflösenden Texturen nicht funktionieren. Deswegen muss es ja auch jedes Mal mit diesem komischen Extra-Launcher starten. So, dann müssen wir leider erstmal andere Aufgaben machen, damit ich level und dann Punkte in den Sprengstoff stecken kann. Das Problem ist, glaube ich, pro Level kannst du, glaube ich, nur 10 Punkte verteilen, oder? Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Schon lange her, dass ich gelevelt bin. Ich sage, im schlimmsten Fall schiebe ich einfach per Konsole mir Level oder Punkte oder sonst irgendwie, wenn es wirklich doch die letzte Quest ist. Aber wir sparen uns das mal auf. Wir versuchen es legal zu machen. Versuchen. Hallo, ich weiß gar nicht, welche Quest habe ich denn jetzt noch? Habe ich die mit den, komm, Gehirn, denk nach. Was gibt's? Ich hab's vergessen. Angenehm, ich bin Curtis. Hallo, Colin, was? Corel, hast du, möchte ich Ihnen, dass ich bei der Suche auf den jüngsten Informationsleck helfe? Schlauer Kerl.
Ich könnte hier jemanden brauchen, der unauffällig für mich arbeiten könnte. Wer auch immer der Maulwurf ist, er ist gut. Wenn ihm ein Feldjäger zu nahe kommt, ändert er sein Vorgehen. Unsere letzte Spur hatten wir vor Wochen. Wo sollten wir anfangen? Mein Tipp, fangen Sie mit Leuten an, die viele Beobachter im Einsatz haben. Beispielsweise Lieutenant Boyd oder Sergeant Contreras. Aber Vorsicht bei Contreras. Er ist selbst nicht ganz unverdächtig. Halten Sie mich über alle Spuren auf dem Laufenden. Dieser Kerl hat eine Menge meiner Leute auf dem Gewissen. Das werde ich ihm heimzahlen. Alles klar. Mit wem soll ich nochmal über den Informationsleck sprechen? Nein, das weiß ich nicht, wir. Bis später. Ja, schon gerade gesagt. Und wahrscheinlich zeigt er mir den Punkt auch auf der Karte an. So, einer von euch war okay, einer war von euch war verdächtig. Wer ist denn der Verdächtige gewesen hier? Gehen wir mal hier hin. Kein Zugang. Okay. Oder ist da ein Stockwerk höher? Gab so ein zweites Stockwerk, ne? Wir benutzen die Rolltreppe. Kann ich hier spielen? Nee, kann ich nicht. Schaut, dass ja aber welche sind. Aber es ist doch mal ein Flughafen gewesen. Warum sind hier Casino-Dinger? Hallo? Mit einem Gefangenen da drin. Mann, ist die wütend.